Ja, hallihallo, werte Freunde. Wow, au, 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 alter. Alter Schwede, alter Schwede. Oh, mein Gott. Alter. Was ist mit den Ratten falsch? Willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Ja, mein Name ist Mr. Garchen und los geht's. Wo sind die Ratten jetzt hin? I have scary, kann man das überhaupt sagen? Ich glaube nicht. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Mal gucken. Es sind doch bestimmt überall Wachen, oder? Nee. Kann ich auf dieses Rohr? Warte. Ah, wunderbar. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan. Ich glaube, ich bin hier absolut falsch. Wir müssen in die andere Richtung. Ach, ich gehe mal hier runter. Kann ich hier in die... Kann ich hier rein? Hoppala. Kannte jetzt halt nicht geöffnet werden. Ja, nice. Lass mich raus. Mir geht's gut. Oh mein Gott. Wir haben was anderes gehört. Okay, warte, da müssen wir... Den müssen wir weg. Das ist falsch, auf jeden Fall. Wir müssen mehr so darüber. Hier geht's hoch. Was ist das eigentlich? Ah! Boah! Ich hab die Ratten zermatscht. Alter, war das geil. Ja, das war natürlich jetzt geplant, ne? Da unten sind ein paar. Müsste wahrscheinlich da durch. Kann ich hier nirgends irgendwie oben drüber? Mal gucken, vielleicht kann ich hier irgendwie weiter nach oben. Hier diese Tür nicht öffnen, nein. Wie sieht's? Warte mal, hier aus? Nein. Komme ich da nicht hoch? Warte mal. Hier komme ich hoch? Ja, wunderbar. Da sind wir schon. So. Mal gucken jetzt. Da hoch? Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Eieiei. Okay, pass auf, wir werden uns einfach... Oh, jetzt kommen die... die Ratten kommen wieder. Ah, nein. Hua. Oh mein Gott. Die Ratten sind... Autsch. Alter, was haben die Ratten immer gegen mich? Kommen die hier hoch? Oh, die kommen hier Gott sei Dank nicht hoch. Ich bin eigentlich ein Tierfreund. Wieso greifen die Ratten mich an? Warte mal. Hier müssen wir doch durch. Warte mal, ich nehme mal lieber die Armbrust noch. Oh, hier ist so eine Lichtwand. Warte, da müssen wir vorher diesen Tank entfernen. Oh, jetzt kommen sie. Oh, da kommt auch einer. Wo muss ich denn hin? Ah, die beschissene verdammte Was sagt der? Das Öl in diesen Dingern ist viel zu schnell alle. Okay, er geht. Okay, warte mal. Mal gucken. Ich fühle mich hier ein bisschen wie bei Assassin's Creed gerade. So, wo gehen wir? Hier. Okay. Gut. Holger Square. Tja, falls jetzt irgendwer Holger heißt, ne? Gegrüßet seist du. Irgendjemand, wo geht's jetzt weiter? Warte mal. Da kann ich nicht hoch. Hallo? Was ist hier? Rune oder Knochenerfack? Rüste das Herz aus. Ach so. Davor. Das ist eine Rune und da sind. Alter, wir sind schon wieder vorbei. Warte mal, wo ist mein Herz? Hier ist mein Herz. Ich will diese Rune in. Die sind 150 Meter da hinten.
Komme ich da rüber? Nee, da komme ich nicht rüber. Komme ich nie im Leben rüber. Hm. Eieiei, da müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen Speedrun-mäßig machen. Ich höre dich, Mistkerl. Fuck. So. Dann war das jetzt bitte kein Betäubungsbolzen. Doch, das war nur ein Betäubungsbolzen. Nein. Der kommt wieder zu sich. Wenn wir das nicht verhindern. So. Jetzt tot? Ha? Ja, sieht tot aus. Ja, wirf den mal da nach hinten. War ein bisschen laut, aber egal. Komm schon. So, das sieht denn keiner. Gut. Wie kommen wir denn jetzt zu diesem... zu dieser Rune da vorne? Kann ich wieder zurück... Warte, da vorne ist auch eine Rune. Ich will eigentlich die Rune hier hinten haben. Wow, nice. Schaffen wir den da vorne? Nee, niemals. Schaffen wir nicht. So, warte, wo ist jetzt diese Rune? In 104 Metern da vorne. Ah. Lass mich raus. Mir geht's gut. Mal gucken. So, hier. Geht's nicht weiter. Ich werde gleich wieder in den Tod stürzen, sehe ich schon kommen. Ja. Ja, ja, ja. Pass auf, wir lassen die Rune da hinten einfach, würde ich sagen. Ja, wobei, es wäre schon relativ geil, wenn wir die hätten. Aber jetzt sind wir sowieso wieder hinten. Nein, sind wir doch nicht. Wir sind hier. Okay, wunderbar. Warte mal. Wir meucheln den jetzt eben mal. Boom. Ja. Okay. Wache da vorne hat uns noch nicht bemerkt. Alles klar. Lass mich raus. Mir geht's gut. Wir haben was anderes gehört. Glaube ich, sollten wir nicht sehen. Sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt eine Untersuchungsgebühr. Zum großen Nichts mit der Bottle Street und zum großen Nichts mit euch. So willst du wirklich nicht mit uns reden. Komm schon. Wir holen uns jetzt Kugeln. Ich will diese Rune. Ich will diese Rune. Nee, wirklich alles. Oh. Oh. Wo ist die hin? Hä? Die Rune? Ach nee. Da ist die Rune. 23 Meter da unten. Okay. Oh, oh. Ist das das Haus? Ist das der Haus der Lumpengräfin? Von der haben wir... haben wir doch schon mal was gehört. Warte! Ich komm hier nicht durch. Wenn ich ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das würde ich in der Tat. Das ist die Lumpengräfin. Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Ja, ich bin es. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr?
Klar mache ich das. Ich fürchte, die kleinen Vögel sind heute traurig. Mach auf, Großmutter. Schau dir das an. Wer so aussieht, hat auf der Bottle Street nichts verloren. Diese Kluft muss teuer sein. Vielleicht schenke ich sie meiner Freundin. Na, was los, hä? Na? Na? Wer will Beef? Wer will Beef, hä? Alter, wir haben den glatt den Kopf weggebolzt. Junge. So, ich will aber jetzt eigentlich nur noch diese Rune hier. Die wird wahrscheinlich hier sein. Wenn können wir ich jetzt ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja. Das würde ich in der Tat. Du bist aber kein Vöglein, hier ist die Rune. Eine von 7 Runen gefunden. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ich werde ihm die Kehle aufschlitzen. Spaß beiseite. Ja, töten, ne? So, wir können jetzt hier, haben wir schon wieder genug Runen? Wir haben 2, glaube ich, ne? Wir könnten jetzt Zeit verlangsamen. Ich möchte die Übernahme von Tieren eigentlich, beziehungsweise hätten wir hier Blutdurst. Sprunghöhe erhöht sich. Überraschte Gegner, die ich nicht sehen, werden beim Sterben zu... Ach so. Überraschte Gegner, die ich nicht sehen, werden beim Sterben zu Asche. Das heißt, wenn ich die Gegner aus dem Hinterhalt eliminiere, dann brauche ich die nicht mehr verräumen. Das machen wir. Das machen wir. Jedes Mal, wenn du einen ahnungslosen Gegner eliminierst, zerfällt dessen Körper zu Asche, sodass du ihn nicht verstecken musst. Wonderful. Das ist geil. Okay, dann brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum. Halt's Maul, was ist das? Betäubungsbolzen. Aha. Ein Glas, ne? Urne der Murrays. Blablabla. Nehmen wir alles mal mit hier. Können wir alles gebrauchen. So, gut. Dann haben wir hier noch Knochenartefakte, wie ich. Ich werde hier einfach mal so gut wie es geht alles einsammeln. Und wenn wir uns hier dann ein bisschen länger aufhalten, hoffe ich, stört das mal keinen. Da vorne ist ein Knochenartefakt. Da müssen wir über die Brücke. Wir haben hier sowieso schon alle getötet. Und daher, warte mal, ich möchte die Armbrust. Da vorne ist ein Wachmann. Warte, ich will das gerade mal testen. Ob die dann zu Schatten werden. Zu Schatten, sei schon zu Staub. Alter, das ist geil. Das ist ein richtig Deluxe. Die Leuche hat den halben Block ausladiert. Besser sie als wir. Uah. Ein paar hatten wenigstens Geld. Oh Gott, ich habe keine Bolzen mehr. Nein. Oh Gott, nein, das ist mies. Wie töten wir die? Müssen wir wohl einen kleinen Kampf riskieren. 1, 2, 3, hoch! Oh, warte mal. Töten den jetzt mal aus dem Hinterhalt. So, und jetzt. Aufs Maul! Oh, nein. Nein! Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Das gibt's doch nicht. Hoffentlich haben wir jetzt die Rune. Nee, okay, wir sind jetzt hier. Wir müssen. Ja, gut, komm, das machen wir eben nochmal. Mach auf, Großmutter! Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. So, komm her. Stecht ihm die Augen. Will noch jemand Beef? Bekomme ich hier meine Pfeile wieder? Bolzen? Noch jemand? Ich sagte doch, dass
die Messer nach links kommen. Hm, egal. So, komm, hier nehmen wir wieder alles mit eben. Haben wir hier schon. Ja, haben wir. Gut, dann holen wir uns die Rune hier noch eben. Lumpengräfin. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Welche kleinen Vöglein? So, ja, komm, können wir das irgendwie überspringen? Ja, mit F, das haben wir schon gehört. Du bist unterwegs, um dich mit. Das haben wir schon alles gehört. So, pass auf. Und Schattenangriff möchte ich jetzt. Ja, ja. So, wunderbar. Gut. Da sind wir wieder genauso weit wie vorher. Und ich möchte jetzt diese Knochenkacke haben. Haben wir noch Bolzen? Ja, wir haben noch ein paar Bolzen jetzt. Diesmal, wunderbar. Es wäre irgendwie geil, wenn es sowas gäbe, dass ich unsichtbar werde. Das wäre noch übelst nice, weil dann könnten. Aha. Hilfe! Ich war's nicht. Kommen die davon? Nee. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal gucken. Warte, ich speichere hier am besten mal. Ja. Alles klar. Und ich würde sagen, wir greifen dann einmal mal an. Gucken, ob man dieses Mal mehr gibt. Wir hauen uns noch so ein Lebenskackteil. Eins, zwei, drei, hoch! Ich Attentäter! Nix Attentäter! Stirb! 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 Alles klar. Pass auf, wir werfen die auch mal aufs Leichenschiff. Noch was, Beute. Hier haben wir doch noch... Ach, der war... Ist zu Schatten. Zu Schatten. Das sage ich immer zu Schatten. Zu Staub. Wo ist jetzt hier mein... Wie komme ich denn da durch? Wahrscheinlich drüber, hä? Kann es sein, dass ich hier drüber muss? Oh mein Gott. Wenn ich sterbe... Okay, ich kann hier gehen. Okay, ja, funktioniert doch. Ha, wunderbar, hier haben wir Rattenspieß. Knochenartefakt. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihre Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte. Okay. Und was war das jetzt für ein Knochenartefakt? Leichenbestatter, du kannst dich etwas schneller bewegen, wenn du eine Leiche trägst. Okay. Das ist praktisch. Von daher sollten wir auch möglichst alle Knochenartefakte immer einsammeln, die es in diesem Level gibt. Gut. Pass auf. Wir machen hier mal einen Cut. Und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Euer Mr. Kachin.